Dinge, die ich über mich gelernt habe beim Schreiben des Buches, ist, dass ich definitiv keine Ausdauer habe. Man will so schnell, dass das Buch fertig ist, dass man es lesen kann. Man will wissen, wie sieht es aus und interessiert es die Leute. Und das habe ich schon gelernt. Es sollten drei Dinge sein, aber ich finde, es ist, glaube ich, dreimal, dass ich keine Ausdauer habe. Es ist natürlich schon die Geschichte, um meinen Vater, aber es ist, glaube ich, es gibt. Glaube ich, jedes Kapitel hat so einen Punkt, wo man sagt, dass es einen bewegt. Es beschäftigt, es ist ja auch das Leben, was man gelebt hat. Und deswegen ja, ist, glaube ich, in jeder Geschichte so ein bisschen Emotionalität, sagt man ja, und auch Freude mit dabei. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, welches mich besonders bewegt hat. In erster Linie hätte ich mir natürlich gewünscht, dass der Papa es lesen kann, aber ich glaube, so Lehrer von früher, das finde ich auch mal ganz gut, dass die so ein Buch, was ich geschrieben habe, also mit jemand zusammen natürlich. Ich glaube, es sollte einfach jeder lesen, der Bock drauf hat, mal zu erfahren, was in meinem Leben so passiert ist.